Ganz ehrlich, Jans, und du wusstest, dass du sie mit solchen Sachen triffst. Das ist ein gestandener Mann mit 40, 50, weiß ich nicht. Stellt sich vor, zwei kleine Mädels, macht sie so nieder, dass alles zu spät ist. Und stellt sich jetzt hier als Opfer hin. Fuck it. Reiner. Fuck. Mit dem Kopf rein, Haare rein. Ey, das sah aus wie so ein geiler Pina Colada. Vielleicht ein bisschen Frösch und Stärkung vom Spiel. Dann riechst du dran und denkst, boah, aber cremig. Also ja. Du warst auf irgendeiner Geschlechtsverkehrinsel oder was? Was? Hä? Einmal, ja einmal. Und einmal auf einer anderen Insel. Mit welchem Reality-Star ist Yassin Moore mit vergleichbar? Dafür seid ihr Arschlöcher, ne? Ich sehe von Weitem braune, lange Haare, etwas größer. Ich denke, oh, meine Freundin ist süß. Nein. Hallöchen. Teilen Sie ein Zimmer, ein Bett? Wie ist es, wenn die eine mal einen Freund hat? Oder teilt man das dann auch? Oder? Boah, ey, wenn ihr wüsstet, die Gage, die ich hier bekommen habe, so viel habe ich noch nie in meinem Leben verdient. Von 17.000? Ja. Und wir bleiben letztendlich 15. Egal, welches Format mich als nächstes anfragt, falls es überhaupt wieder sein. Das wird ein teures Spiel, das verspreche ich. Nie wieder lasse ich mich so über den Tisch ziehen. Also ich sag doch eigentlich nur Leuten was voraus, die auch eine Zukunft haben. Jetzt mal mein Problem. Mallorca, Yassin, die Partyinsel, kennst du doch. Bitte nicht. Oh Gott, ist das peinlich. Selbst für uns, und uns ist sonst nie was peinlich.